Hallo, ich bin Nathalie, ich begrüße Sie in meiner Küche. Heute präsentiert euch der Fresh Maki von einem köstlichen russischen Heringsalat, Seledka под шубой. Das ist ein Schichtsalat und wird in einer Glasschale gemacht. Ich möchte heute euch eine andere Variante zeigen. Mein Salat werde ich in eine Springform machen, als eine Torte. Dafür brauche ich Heringfilet, rote Beete, gekochte Eier, hartgekochte Eier, eine Zwiebel, gekochte Kartoffeln, gekochte Möhren, Mayonnaise und natürlich Salz und Pfeffer. So, dann fangen wir an. Meine Zutaten werde ich Schicht für Schicht auf eine Gemüsereibe grob raspeln. Die Reihenfolge kann man variieren. Ich fange erstmal mit dem Fisch an. So, meinen Fisch schneide ich in kleine Stückchen. So, meine erste Schicht ist Fischschicht. Zweite Schicht wird eine Zwiebelschicht sein. Normalerweise muss jede Schicht mit Mayonnaise überzogen werden. Das mache ich bei Hering oder bei der ersten Schicht nicht. So, Zwiebel muss auch fein gewürfelt werden. Fischschicht möchte ich erstmal schön hier verteilen, genau. Dann kommt Zwiebel rein. Muss man dann das Ganze schön verteilen. Jetzt kann man auch würzen, wenn man will. Salzen würde ich ja nicht machen, aber bisschen Pfeffer und jetzt kommt Mayonnaise-Schicht. Eine bis zwei Teelöffel Mayonnaise pro Schicht, nicht zu viel. Und wieder schön verteilen. So, für diese Schicht reicht das schon. So, jetzt fangen wir mit der dritten Schicht an. Ich nehme eine grobe Seite und dann raspel meine Kartoffeln. So, diese Schicht ist auch fertig. Einmal Pfeffer dazu geben und natürlich auch Mayonnaise. Und nach jeder Schicht mache ich auch meine Reibe sauber. So sieht das akkurater aus und schöner. Und nicht zu viel andrücken. Unser Salat muss auch luftig sein. Ja, Fummelkram, aber es lohnt sich. Nachher sieht das ganz toll aus. Es sieht natürlich auch sehr schön aus, wenn man das in eine Glasschale macht. Aber ich wollte gerne auch als eine Torte haben. So, diese Schicht möchte ich auch gerne salzen. Aber wenig, weil unsere Mayonnaise ist auch schon ein bisschen gesalzen ist oder schön gewürzt ist. So, wieder 2-3 Teelöffel von der Mayonnaise geben und schön verteilen. Super, jetzt kommt die nächste Schicht. Hier kommen die Eier. Ja, man muss ja ganz vorsichtig, damit das hier nicht durch die Gegend das Ganze fliegt. Mit diesem Salat kann man als Hauptspeise oder Beilage die Gäste überraschen. Das sieht natürlich wunderschön aus. So, jetzt ist fast meine Eierschicht auch schon fertig. Diese Schicht möchte ich gerne würzen. Und dann auch mit Mayonnaise überziehen.
So, jetzt kommt die nächste Schicht. Rote Beete-Schicht, das ist auch die letzte Schicht. So, nachdem der Salat fertig ist, kann man ihn mit Frischhaltefolie abdecken und für ein paar Stunden oder am besten über die Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. So, meine letzte Schicht ist auch fertig. Wieder Salz, Pfeffer und natürlich Mayonnaise. Und das Ganze schön verteilen. So schnell geht das. So, Seletka Pad Chubai kann man auch schön dekorieren mit einem Eigelb oder natürlich mit frischen Kräutern. Ich habe jetzt hier zur Auswahl Petersilie und Dill. Das sieht sehr schön aus. Unser Salat ist fertig. Jetzt werde ich langsam Salat von der Springform lösen. Rausnehmen. Oh ja, nicht zu doll. So. Ich glaube, das sieht gut aus. So ihr Lieben, das ist jetzt meine Seletka Pad Chubai. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung und die passenden Zutaten gibt es natürlich im Frischmarkt Gifhorn oder zum Bestellen auf www.ruwelt.eu. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen.